Okay, dann herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt heute zu einem Interview zu Joy, das ja auch einen YouTube-Kanal hat über Rückführung und Hypnose von Rückführung, aber das soll Joy dann selber ein bisschen was dazu erzählen. Wir wollen jetzt so ein Format aufsetzen oder jetzt hier eben ein bisschen drin sein, wo einfach ein bisschen Fragen, ein bisschen Dinge geklärt werden, wo wir einfach die Intuition ein bisschen fließen lassen und vielleicht darfst dich mehr oder weniger interessieren und du kannst dem Ganzen ein bisschen folgen. Vielleicht, Joy, dass du dich vorstellst, ein bisschen was zu dir sagst. Sehr gerne. Also erstmal möchte ich sagen, danke für die Einladung. Ich finde es total schön, dass wir das jetzt hier ausprobieren. Mein Name ist Joy. Ich bin Hypnose und Past Life and Regression Therapist. Das bedeutet, ich beschäftige mich vor allen Dingen mit früheren Leben, mit den Seelenerfahrungen und helfe Menschen mit Rückführung, mit Regression in frühere Leben und in die Vergangenheit. Letztendlich dabei einen tieferen Sinn in ihrem Leben zu finden und hinter die Dinge zu schauen, sage ich immer so ganz gerne. Und ja, hier habe ich auch einen YouTube-Kanal, wie du schon gesagt hast, Dido. Und ja, das ist so zu mir. Die Intuition hat mich ja damals schon zu dir führen dürfen, was jetzt auch schon ein paar Monate oder ein, zwei Jahre her ist in dem Sinn. Und ich lasse mich immer viel von Intuition führen, deswegen auch heute unser Treffen so, dass daraus was Wunderbares entstehen darf. So, ja. Ich habe öfters Hypnosen über Rückführung und in vergangene Leben zu gehen und sehe halt an den Klickzahlen, dass viele Menschen interessiert sind, aber es nicht mein Hauptthema ist. So ist es auch etwas, was man eben, glaube ich, auch bei dir erleben darf, ne? Sei es in Online-Meetings, aber auch direkt vor Ort daneben. Absolut. Deswegen, wen es interessiert, kann gerne auf Joy Nova auf den YouTube-Kanal gehen. Ich werde auch unter dem Video eben einen Link reinsetzen und dann könnt ihr euch die Videos von Joy anschauen, die echt toll sind. Und ich wünsche dir auch mehr Klickzahlen in dem Sinn. Und vielleicht darf es den einen oder anderen interessieren. Wäre schön, wenn ihr die Videos von Joy auch liked und Kommentare gebt und den Kanal mit unterstützt. Dankeschön. Bitteschön. Dann habe ich schon ein paar Fragen vorbereitet. Wir haben vorher schon gesprochen und deswegen haben wir so ein bisschen Themenfeld ausgesucht. Und da vielleicht auch an dich jetzt so eine öffnende Frage, dass wir Einstieg haben, eben: Wie definierst du den Mut der Seele? Eine sehr, sehr gute Frage. Wie definiere ich den Mut der Seele? Also ich glaube, der Mut der Seele liegt allein schon darin, dass sie sich dazu entschieden hat, zu inkarnieren, hierher auf die Erde zu kommen. Denn ich glaube, dass das Erdenleben ein Feld ist, was mit am schwierigsten ist, weil wir ja hier auf die größten Herausforderungen treffen, auf Verluste, auf Schmerz, auf Trennung. Und das braucht sehr, sehr viel Mut, ne? Sich wirklich dafür zu entscheiden, diese Erfahrung hier machen zu wollen, was die Seele ja macht. Die Seele plant ja ihr Leben, nach meiner Auffassung. Und sie plant, hierher zu kommen. Und sie plant auch die ein oder andere Herausforderung, auch wenn das für unseren Kopf, für unser Ego schwer ist zu verstehen. Und wir uns fragen, okay, warum sollte ich mich für eine schmerzhafte Erfahrung entscheiden? Aber es ist sehr, sehr mutig, diesen Weg zu wählen. Und es öffnet damit auch immer eine Möglichkeit, sich für die Liebe entscheiden zu können. Ne? Sich dafür entscheiden zu können, das Herz zu öffnen. Und ich glaube, das ist meine Antwort auf die Frage. Jetzt werfe ich einfach mal ins Feld der Erfahrung rein oder einfach aus der Erfahrung zu sagen, dass die Seele vielleicht eine Grundtendenz von Schwingung hat, etwas, was ich erhöhen darf, was auch diese unbedingte Liebe, die ich immer so gerne darüber rede und auch in dieser Liebe sein möchte, dass diese Seele das mehr und mehr auch im Leben erfahren möchte. So, ja. Ich glaube eben, dass die Seele durch all die Aufgaben, durch all die Möglichkeiten, was sie in diesem Leben bekommt, eben höher schwingen kann. So, ne? Sind wir in dieser wunderbaren Möglichkeit, dass wir wirklich alles lieben können, was auf uns zukommt, an Situationen, Menschen und Erfahrungen, dann ist es so, dass wir wirklich in einer sehr, sehr hohen Schwingung kommen können. So, ne? Was denkst du, ist es im Bereich des Möglichen, dass der Mensch
von sich selbst heraus es finden kann, in diese höchste Schwingung zu kommen, so? Oder ist es gerade durch Rückführung und so weiter, dass wir ja wie eine Art Erinnerung haben möchten, so dass wir wissen, was ist die Aufgabe hier? Warum bin ich hier? Was kann mich auch in diese, was bringt mich in die Möglichkeit, etwas loszulassen, was mich vielleicht festhält oder unten hält? In dem Also zunächst mal zu diesem Thema Schwingung, ob das aus uns herauskommt. Ich glaube, es kann nur aus uns herauskommen. Also es ist auch das, was ich in den Begleitungen immer wieder sage. Man ist ja immer als Coach, als Begleiter, ist man immer nur in Anführungsstrichen Begleiter und begleitet das, was die Person, was der Mensch, die verkörperte Seele ja bereits in sich trägt. Es sind nicht wir, die diese Veränderung möglich machen, sondern es ist ja immer die Person selbst, weil sie ja bereits alles in sich trägt, was es braucht. Und eine Rückführungssitzung kann insofern hilfreich sein, dass sie Menschen dabei hilft, sich tatsächlich zurückzuerinnern an vergangene Leben, vergangene Erfahrungen letztendlich, die vom Aufbau her vielleicht andere Darsteller besitzt, das heißt andere Personen, andere Menschen, die mit involviert waren, aber von dem Gefühl, von der Energie, von der Schwingung, die sich dahinter befindet, von den Themen her, gibt es ähnliche Themen, wie wir sie jetzt im Leben haben. Ja, also um mal vielleicht ein Beispiel zu machen, eine Person, der es unglaublich schwer fällt, nach einer Trennung den Partner oder die Partnerin loszulassen, ja, die einfach nicht loslassen kann, die da so, so schwer dran festhält und immer wieder Gedanken an die Person hat und die alten Erinnerungen sich immer wieder ins Gedächtnis ruft und darunter leidet letztendlich, sich nicht öffnen kann für eine neue Beziehung oder verschlossen ist dem Leben gegenüber, aufgrund dessen, dass sie festhält, kann eine Rückführungssitzung insofern helfen, dass wir zurückgehen und zum einen schauen, okay, gibt es denn da einen karmischen Zusammenhang, und den gibt es eigentlich immer, ja? Ja. Was dann bedeutet, vielleicht kennen diese beiden Seelen sich aus einem vorherigen Leben, ja? Und es war in dem vorherigen Leben so gewesen, dass die beiden sich nicht verabschieden konnten und gesagt haben, so auf seelischer Ebene, man muss immer unterscheiden zwischen seelischer und menschlicher Perspektive, auf seelischer Ebene haben die beiden sich dazu entschlossen, sich in diesem Leben, in dieser Inkarnation wieder zu begegnen und nochmal neu die Möglichkeit zu bekommen, sich zu verabschieden. Ja. Und das hat dann eben durch diese Beziehung stattgefunden. Die Beziehung kam zum Ende, weil vielleicht ein bestimmtes Lernziel erreicht wurde aus seelischer Perspektive, sodass sich dass die Wege auseinandergehen konnten in Liebe und das aber sehr, sehr schwierig ist. Und dadurch, dass wir zurückgehen und schauen, okay, was ist denn damals passiert? Ist man losgelöst von dem Thema, von dem Konflikt in der Gegenwart und kann aber durch das Zurückschauen für sich eine ganz neue Perspektive bekommen, kann ganz andere Dinge sehen, die man in diesem jetzigen Leben, in der jetzigen Inkarnation vielleicht nicht sehen kann, weil man so schwer, so stark mit diesem Schmerz identifiziert ist. Ja? Und da kann Vergebung stattfinden. Die Seelen können sich nochmal wieder begegnen und auf seelischer Ebene auch miteinander kommunizieren und vielleicht aussprechen und sich verabschieden, was dann im Hier und Jetzt dazu führt, dass tatsächlich ein Loslassen stattfinden kann. Weil ich vielleicht verstanden habe, hey, es geht tatsächlich darum, dass ich loslassen darf und das Loslassen nicht bedeutet, dass diese Person, dass ich die nicht mehr lieb habe oder dass sie sich aus meinem Leben verabschiedet hat, sondern ich verstehe vielleicht dadurch, dass ich zurückgegangen bin, dass wir immer verbunden sind, weil es sind wir ja, ne? Nur das Ego ist ja das, was uns quasi in der Illusion bestehen lässt, dass wir getrennt sind voneinander, weshalb es ja diese ganzen Themen überhaupt gibt. Und genau. Was mir in der Intuition gleich, also ziemlich schnell eigentlich kam, war dieses Beispiel, Metaphor, also nicht wirklich in dem Sinn, dass man einen Spiegel hat, dass dementsprechend ich mich in diesem Spiegel, in diesem Leben, also alles, was in meinem Außen geschieht, spiegeln kann und mich selbst, also mein höheres Selbst oder meine Seele oder wie man es immer beschreiben will, erkennen kann da drin. Ja?
so dass ich durch die verschiedenen Leben immer wieder mich in einen anderen Spiegel schaue und wieder eine andere Perspektive, wie bei einem Diamanten, dass ich immer wieder ein anderes Glitzern erkennen kann, aber es im Grunde genommen das Gleiche ist so, ja, und das vielleicht auch so gesprochen, dass Schwarze oder Schatten, die drauf sind, sich dann lösen dürfen und immer mehr dieses Leuchten des Diamanten also durchkommen darf, so dass ich dann wirklich irgendwann im Einklang bin, wirklich ganz übertrieben im Hier und Jetzt leuchtend und glänzend, die Erleuchtung, bin voller Freude, ja. Alles ist Liebe und wow, ne, so, ja. Aber das könnte ja so symbolisch eben so, denke ich, sein dürfen. Was ich dir noch nie angeboten habe, aber jetzt vielleicht mal erzählen möchte, ist, ich habe früher mal einen Traum und da habe ich in der Nacht sehr viele Menschen umgebracht mit einem Messer und habe sie alle getötet. Mhm. Und dann war ich am nächsten Tag ziemlich verwirrt, weil ich nicht wusste, was das sein soll. Mhm. Der war so realistisch, der Traum. Und dann bin ich zu jemand gegangen, das war 20 Jahren, und habe ihn gefragt, was das sein könnte. Und er hat mich sofort danach gefragt, wie hast du dich gefühlt? Und dann habe ich gesagt, genau, das ist das Komische. Ich war so glücklich. Ich war so glücklich. Und dann meinte er damals, dass es, du hast altes Karma losgelassen. Du hast vielleicht irgendwas in dir gehabt in dem Sinn. Und jetzt konntest du es endlich ausgleichen. Konntest diese Schuld, die ich scheinbar über dem Leben hinweg mit mir getragen habe, wenn man das Karma so irgendwie eingrenzen oder bestimmen darf, und konntest endlich loslassen, weil das war ein Glücksgefühl, das war unbeschreiblich, was ich am nächsten Tag hatte. So, ja. Wie ist deine Einschätzung dazu? Also ich glaube tatsächlich, dass es in jeder Erfahrung wie eine Art Schatz für uns gibt, ja? Also egal wie schlimm diese Erfahrung scheinen mag, dass die Erfahrung auch immer etwas für uns hat. Wir können das nicht immer direkt erkennen, nicht immer, wenn wir in dem Moment sind. Es braucht manchmal Zeit, einige Wochen, einige Tage. Man kennt es vielleicht selbst, man hat irgendwie einen Konflikt, eine Auseinandersetzung, ein schweres Gespräch gehabt und denkt sich, was soll mir das bringen? Oder ich habe meinen Job gekündigt, warum auch immer. Und Monate später, wenn du in dem neuen Job bist, wenn du nochmal die Person nochmal wieder triffst, erfährst du dann Dinge, wo du denkst, okay, aha, ja, jetzt kann ich verstehen, warum es so sein musste, und kann den Schatz darin finden, ja, in dieser schwierigen Situation. Um da jetzt so ein bisschen, ich überlege gerade, wie ich die Brücke jetzt schlagen kann. Vielleicht von mir noch was, was mir so gefallen hat, was ich damals eben als Spiegelung in meinem Leben jetzt bekam, dass ich gefragt wurde, wie hast du dich gefühlt? Also der hat nicht eine Einschätzung, ist reingegangen, hat gesagt, ah, da ist dieses, jenes, sondern hat sofort gefragt, wie fühlst du dich? Also von meinem Denken, ich will es durchdenken, ich will es, hatte mich nach innen geführt und hat gesagt, wie fühlst du dich? Und dieses Fühlen hat mich dann zu mir selbst wieder gebracht, so, ne? Weil ich denke, man kann es nicht so durchdenken. Das muss nie so gewesen sein, dass ich wirklich sowas getan habe oder sowas. Aber das muss eine Symbolik für mich gehabt haben, die wirklich sehr stark ablehnend für mich dargestellt ist, was ich im jetzigen Leben nie tun würde, um irgendwo mich symbolisch dahin zu führen, dass dann aber wiederum, ja, ich kann es auf menschlicher Denkweise nicht wiedergeben in dem Sinn, dann wieder weggenommen wurde, um zu zeigen, schau mal, wie glücklich du sein kannst, wie freudvoll und wie das immer in dir drin ist. Also etwas befreit wurde, das ja, so ich nicht kannte. Also zu dem Zeitpunkt war mir das völlig unbekannt, sich so glücklich zu fühlen. So, ne? Also was ich jetzt gerade so ein bisschen auch fühle, in Verbindung mit dem, was du erzählt hast, ist, wir alle tragen ja auch Schattenanteile, so nennen wir es zumindest auf menschlicher Ebene in uns. Das sind diese Anteile, die wir nicht haben wollen, die gesellschaftlich vielleicht auch nicht gerne gesehen werden, die wir verdrängen, die wir bloß, wo wir all unsere Kraft aufwenden, bewusst und unbewusst, um die wegzudrücken. So. Und wir sind ja, da sind wir wieder bei dem Diamanten, vielschichtig. Wir haben unglaublich viele Facetten. Und es braucht ja immer dieses Gleichgewicht, Yin und Yang, hell und dunkel. Es gibt immer beide Seiten irgendwie in uns, ja. Und was ich so ein bisschen gefühlt habe bei dem, was du erzählt hast, ist, dass dir dieser Traum oder diese Wiedererinnerung an das, was du damals getan hast, dabei geholfen hat, einen Schattenaspekt in dir vielleicht zu heilen, ja, den so anzunehmen, wie er ist. Dich dafür nicht zu verurteilen, was jetzt nicht bedeutet, dass man das gutheißen soll, ne? Klar. Nein. Aber zu sagen, ja, es gibt da diesen Anteil in mir, der hart ist, der
kraftvoll ist, der zerstören will, wie Kali, ne, so. Also es gibt auch diese zerstörerische Energie in mir und letztendlich, wenn wir es runterbrechen, ist es ja nur Energie, es entspringt ja alles aus dem Gleichen, aber und mir das auch zu erlauben und wenn es ist auf Traumebene oder wie auch immer, das auszuleben, schenkt dir Frieden, so wie du es beschrieben hast, und schenkt dir die Möglichkeit, dich ein Stück weit mehr anzunehmen, auch die Anteile in dir anzunehmen, die vielleicht nicht so einfach zu lieben sind wie die Schönen, die Guten, dieses Kümmern, hilfsbereit sein, freundlich sein, ja, sondern wir haben alle diese Teile in uns. Und das ist ja so spannend auch, da kann ich vielleicht noch mal eine Brücke schlagen zu dem Thema Rückführungsarbeit. Ich habe ganz, also meistens ist es tatsächlich so, dass die Menschen, die ich begleite, wenn ich sie zurückführe in ihre frühere Leben, sich erstmal als Opfer erleben. Und umso weiter, also das ist meine persönliche Auffassung, umso weiter jemand entwickelt ist, umso ehrlicher, also nicht entwickelt von ich bin hier und jemand anderes ist hier, aber einfach von der persönlichen seelischen Entfaltung her. Und umso weiter da jemand entwickelt ist, umso eher ist es der Fall, dass die Person sich in einem Opferleben erlebt. Ja, in einem Opferleben, in der sie selbst sieht, dass sie einer anderen Person etwas angetan hat. Und das muss nicht immer irgendwie darum gehen, ich töte jemanden, ich bringe jemanden um oder mache irgendwas Schlimmes. Das kann auch sein, ich habe jemanden verlassen, ja. Also ich bin weggegangen. Und das ist so spannend, weil wenn man ein Opferleben erlebt, dann ist man auch dazu bereit, in diesem Opferleben das Geschenk zu erkennen. Um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen. Ich hatte im Rahmen meiner Ausbildung, habe ich mich selbst erlebt in einem Leben, in dem ich eine Frau war mit zwei Kindern und meinen Mann hatte und wir haben ganz weit außerhalb gelebt, irgendwo ja, in der Natur. Und mein Mann war ganz viel und ganz oft arbeiten gewesen und ich war immer allein mit den Kindern. Und ich wollte das so nicht. Ich wollte in die große Stadt und war total unzufrieden. Und ich habe ihn irgendwann mit den Kindern verlassen. Komplett rücksichtslos bin ich gegangen, irgendwann morgens, und habe ihn allein gelassen mit den Kindern, weil ich meine eigenen Ziele erreichen wollte, ja, meine Ego-Ziele erreichen wollte. Und das war so augenöffnend für mich, weil es ist ja so, dass ich mich getrennt habe von meinem Mann vor einigen Jahren und quasi jetzt das Gleiche in einer anderen Rolle erlebe, mehr oder weniger. Genau. Und das war für mich so augenöffnend, weil ich dadurch gemerkt habe, okay, ich bin gar nicht Opfer heute im Hier und Jetzt. Ja, und dann verstanden habe, okay, warum ich durch diese Erfahrung musste. Und da hat sich auch ganz, ganz viel Frieden einstellen können, aber dafür war es notwendig, zu erkennen, auch, dass ich Täterin war. Schon viele, viele Male, ne? Und dass das immer so ein Ausgleich ist, dieses Prinzip von Karma. Man will die Erfahrung ja immer aus beiden Perspektiven heraus machen, damit. Weil man es braucht, um eine Erfahrung vollumfänglich erfahren zu können, muss man beide Seiten kennen. Und genau, da war es ähnlich wie bei dir, um da jetzt wieder die Brücke zu schlagen. Da habe ich auch diesen Teil kennengelernt, ne, der Autonomie liebt, der selbstbestimmt sein will, der auch sagen kann, hier, ich lasse alles stehen und liegen und gehe, wo mein Mutterherz hier und heute sagen würde, niemals im Leben, ne? Und das Ego sagen würde, niemals im Leben. Aber das war gut und es war wichtig, sich das anzuschauen, ne? Ja. Aber eigentlich haben wir jetzt schon die zweite Frage erklärt. Das schließt schon Ah. wieder den Kreis, weil wenn ich sage, wie kann man diesen Mut im täglichen Leben erkennen und kultivieren, dann ist das für mich eigentlich den Mut der Seele. Das heißt, es wird dir symbolisch über Rückführung oder im Schlaf, jetzt wie bei mir in einem Traum, wird dir dieses gezeigt und gleichzeitig habe ich dadurch natürlich der Intuition vertrauen dürfen. Ich bin etwas gefolgt, ohne zu wissen, was es eigentlich ist, dass ich diese Intuition mehr zulassen konnte, weil da, sagen wir, Dinge auftauchen sind, denen ich vertrauen darf, die mir aber gar nicht klar sind in dem Sinn so, ne? Und das, glaube ich, also für mich ist es jetzt, wie du auch erzählt hast, so den Mut der Seele. Du kriegst mehr Mut in deiner Seele und kriegst mehr, dich den Aufgaben und in diesem Leben zu stellen, so, ne? Ja. Und Ja, das, was. glaube ich, kann man mit Rückführung, glaube ich, auch wunderbar unterstützen, denke ich so, ne? Ja.
Ja, Ein absolut. spannendes Thema bei dir, was du mir im letzten Gespräch schon mal gebeten, geboten hast, ist, dass man Rückführung erkennen kann, ohne dass man in Trance geht, sondern dass es auch wirklich in der Kommunikation, ich weiß nicht, ob du was dazu sagst, das ist Ja. jetzt ein bisschen überfallmäßig, aber es ist so, es finde ich mega spannend halt, dass man ja, vielleicht Dinge durch eine Sensibilität, die du vielleicht erreicht hast, durch viele Rückführungen, die du begleiten durftest in dem Sinn, dass du schon in einer Kommunikation Dinge wiederum erkennen kannst oder so, ne? Ja, also was so ganz spannend ist, ist tatsächlich in einem Gespräch die Sachen, die nicht gesagt werden, dieses Ungesagte. Also ich liebe das ja, was so zwischen den Zeilen schwingt, ne? Da muss man aber auch sehr bewusst sein im Sinne von so ein bisschen tatsächlich wie Beobachter sein und nicht zu sehr reinzoomen in diese Unterhaltung, sondern mit bisschen Abstand. Und wenn man den Menschen zuhört und die erzählen, mal darauf achtet, was sagen sie denn nicht? Ne? Was sagen sie und was sagen sie nicht durch das, was sie sagen? Oder aber es gibt auch sogenannte, ich sage immer ganz gerne Schlüsselsätze. Zum Beispiel habe ich das ganz oft, wenn Klienten auch kommen und sagen, oh, ich habe so das Gefühl, mir schnürt sich der Magen zu, ja, oder mir schnürt sich der Hals zu. Oder wenn ich mit der Person spreche, dann kriege ich keine Luft mehr. Oder was gibt es noch für Sätze? Ich habe so und so viel Schulden und es fühlt sich an, als würde ich ertrinken. Ja, Ja, da geht mir die also Galle hoch, das, kenne ich bloß, ja, ja. genau. Also, oder es fehlt mir was, oder. Und das ist so spannend, weil diese Sätze ganz, ganz oft schon Aufschluss darüber geben, was eigentlich passiert ist. Ich kriege keine Luft mehr, ja, vielleicht, weil ich damals erlügt wurde. Oder es fühlt sich an, als würde ich in meinen Schulden ertrinken. Ja, vielleicht bist du in einem deiner früheren Leben tatsächlich ertrunken. Und was du jetzt verbal quasi an die Oberfläche bringst, ist nur etwas Unbewusstes aus einem alten Leben so, ne? Und zu dieser Sensibilität, was du gesagt hattest, was ich auch sehr, sehr spannend finde, was ich beobachten darf, was auch immer mehr wird, was ich auch gerade vorhin hatte in einem Kennenlerngespräch, ist tatsächlich manchmal, wenn jemand etwas erzählt und das der Wahrheit entspricht, dann, also das kennst du bestimmt auch in irgendeiner Form, auf deine Art und Weise. Also bei mir ist es so, dass ich Gänsehaut bekomme und dann weiß, okay, das ist das Thema, darum geht's und das entspricht der Wahrheit. Und ich sag das dann nicht. Ja, sondern ich behalte es für mich, weil ich bin so ein Fan davon, dass sich alles natürlich entwickeln darf und ich so wenig wie möglich vorgebe. Ja, also es kommt wirklich aus der Person selbst und das sich dann in den Sitzungen auch bewahrheitet. Aber um nochmal auf deine Frage oder auf das, was du gesagt hattest, zurückzukommen, ist es tatsächlich so, dass man auch bestimmte Sätze nutzen kann, um zurückzugehen in ein früheres Leben, so Schlüsselsätze ohne Hypnose, ja. Und da sind die Leute immer erstaunt, wie das denn sein kann, weil viele denken, ja, man ist ganz, ganz tief irgendwie weg und das ist ja überhaupt gar nicht so. Also deswegen funktioniert es ja zum Beispiel online auch so gut. Wir arbeiten mit leichten Trance-Zuständen. Und die Themen sind ja sowieso da aus unserem früheren Leben. Die zeigen sich in unserem Alltag, in den Begegnungen, mit den Menschen, die wir treffen, mit den Herausforderungen, die wir letztendlich haben. Das heißt, die schweben sowieso die ganze Zeit unter der Oberfläche und warten eigentlich nur darauf oder drücken sich sowieso durch das Leben selbst aus. Und dann ist es so, wie wenn du weißt, welchen Knopf du drücken musst, gelangst du da auch ganz, ganz einfach zurück. Und das passiert tatsächlich manchmal mit so Sätzen oder auch in so Familiengeschichten werden ja auch so Sätze weitergetragen. Ich bin arm wie eine Kirschenmaus zum Beispiel, ja. Oder so, was sich von Generation zu Generation zu Generation immer weiter schleicht und immer weitergegeben wird. Also die Sprache ist schon wirklich sehr, sehr mächtig und auch sehr, sehr spannend. Ja. Ja, Wobei ich auch also. glaube, dass wir Verhalten und so weiter auch mit übernehmen. Auch Konditionierung sind aus sehr vielen Generationen vorher. Ne? Weil ich weiß es aus Indien oder Asien in dem Sinn. Indien zum Beispiel, wenn die mit Messer und Gabel essen müssten, das wäre für die eklig. Ne? Die essen mit den Fingern. Wiederum, wenn wir essen mit den Messer und Gabel, wenn wir mit Fingern essen müssen, ist es für manche Menschen in dem Sinn eklig, mit Fingern zu essen. So, ne? Und so ist die Konditionierung. Unbewusst nehmen wir einfach mit. Und wir können auch dieser Konditionierung nicht widersprechen im Leben. Also wenn ich dann anfangen würde mit den Fingern und irgendwann liegt Besteck da, nehme ich doch mein Besteck wieder. Ne? Also ich habe das selber in Asien erleben dürfen, wo ich schon mal ein halbes Jahr gelebt habe, dass
Ja, er braucht ja wieder einen Löffel oder er braucht ja wieder eine Gabel, so, ne? Weil es gibt einfach Bedingungen, die wir aber mitgenommen haben. Das war mir nie bewusst in dem Sinn, dass ich Konditionierung auf die Weise auch im Verhalten eben mitgenommen habe, so, ja? Aber das Ja. jetzt nur am Rande. Ich war oder bin überzeugt von früheren Leben, weil das ja immer so, gibt es die, gibt es sie nicht. Ja, das ist ja so spannend. Entschuldige, wenn ich jetzt unterbreche, aber auch nochmal, weil es ganz gut zu dem Thema Konditionierungen passt. Es gibt ja Teile auf der Welt, in denen das ganz normal ist, wie Schlafen und Essen, dass es frühere Leben gibt, ne? Und auch, oder auch die Vorbereitung teilweise, ne? Ich glaube, im Tibetischen ist es ja so, dass man die Menschen auch vorbereitet auf diesen Übergang, ne? Also dass der physische Körper bleibt zurück und ich kehre zurück in meine geistige Heimat. Wie schön das ist, dass das anerkannt wird, dass die Menschen da vorbereitet werden. Also das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Feld, aber ich fand es einfach so passend zu dem, was du zuvor gesagt hattest. Ja. Da wollte ich jetzt gar nicht hin, aber ich habe Ja. damals Prova die Einweihung auf bewusstes Sterben eben bekommen. Da hat man eine Woche Ja. meditiert man drauf, konzentriert Energie eben auf die Schädeldecke in dem Sinn, bis die dann eben reißt, weil die Energie so stark wird mit der Zeit eben dann durch verschiedene Vorgehensweisen. Das sind teilweise Lieder, die man singt, dann Mantras, die man spricht, auch tiefe Meditation eben. Und ja, das ist sehr bewegend auch, weil wir auch immer wieder während diesen Meditationen dann Wesen ins Licht schicken, die noch im Zwischenfeld Ja. festhängen, die vielleicht auf menschlicher Verständnisebene, die sehen das Licht, haben aber nicht im Verständnis, dass sie jetzt da reingehen sollen, sondern die sind irgendwie, die hängen fest. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, ich hatte es die Woche schon mal in einem Gespräch. Also das Härteste, was es für uns Menschen gibt, wenn man eben empathisch ist oder mitfühlend, ist die Kinder, wenn Kinder auf Krebsstationen sind oder in Sterbeprozessen. Da berühre ich wieder Energien, die dann Emotionen hochbringen. Da ist es dann so, dass diese Kinder oft nicht gehen können. Sie können nicht loslassen in dem Sinn, weil sie denken, sie müssen diese Liebe erfüllen. Sie müssen hier bleiben, weil Mama und Papa macht es traurig. Und dann wiederum müssen sie ihm ganz hart sagen, dass sie gehen können, damit sie diesen Zwischenbereich verlassen dürfen und jetzt in den Übergang übergehen können. Und das ist etwas, was für uns Menschen sehr, sehr hart ist. Also, ja, ich komme da immer empathisch sehr rein, weil das sehr, sehr starkes Feld ist. Und das nur als Extrembeispiel dafür, wie wir dann in der Zwischenwelt hängen. Man will ja die Menschen nicht enttäuschen, man will ja diese Liebe erfüllen, aber gleichzeitig ins Licht zu gehen. Und da ist es auch für uns, vielleicht kleine Botschaft in diesem Video auch, wichtig, wenn Menschen sterben gehen, dass sie da in den Wohnungen, da wo sie gelebt haben, man immer wieder sagt, geh ins Licht, das ist gut. Es Ja, ist alles auf die beste Weise getan und du kannst gehen. Du darfst gehen in dem Sinn, weil sie die sich selber nicht zusprechen, weil sie sich's nicht erlauben, weil sie in dem Sinn denken, sie müssen auch hier noch in dieser Zwischenebene irgendetwas erfüllen. Und es gibt ja Fotografien, sonstiges, wo Verkehrstote in dem Sinn auf einmal im Bild drin standen, wo diese Energie auch Bildern festgehalten ist und so. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Meine eigene Tochter, also ich habe drei Töchter und die Jüngste, die hat immer wieder erzählt, wenn wir an dem Schloss, das wir hier haben, vorbeigefahren sind, dass sie, ich, da habe ich früher gelebt und da war meine andere Mami und so weiter. Und sie hat immer wieder Geschichten davon erzählt und so. Sie hat auch erzählt, ich bin dann in einen Brunnen gefallen und da bin ich dann gestorben und so. Es hat sich aber mit dem Lauf der Jahre dann, wenn die Neukonditionierung kommt, völlig verloren. Also heute kann sie sich wenig daran erinnern, aber das ist mir so ein lebendes Beispiel, dass keiner in sie hineingebracht hat, wir nicht projiziert haben, sie keine Filme, sonst irgendetwas gesehen hat, dass das als Vorbild hätte und es aber trotzdem vorhanden war, so, ne? Und ja, deswegen eben glaube ich sehr an vergangene Leben, glaube daran, dass es also wirklich ja, in unserer Seele eine Wanderung gibt, die, wenn auch mit Aufgaben, mit Programmierung, mit Dingen, die wir vielleicht erleben wollen und ja, dann wieder zurückkommen. So, ja. Da kommt immer diese große Frage auf, wie kann man sich denn so viel Leid manchmal im Leben auferlegen, aber das können wir mit menschlichen Ermessen nicht erklären. Also warum Behinderung oder Schwerstbehinderung sein darf, kann oder muss, das also in diese Gedanken oder in diese Energie kann ich dazu gar nicht reingehen. Ja. Es wäre auch vermessen, irgendetwas dazu zu sagen. Ja. Also ich werde das ganz, ganz oft gefragt, wie das sein kann, dass
das Thema Adoption zum Beispiel, ja, wenn die Seele ihren Weg hier plant, wie kann es denn sein, dass ich mir ausgesucht habe, dass meine Eltern mich weggeben wollen? Und also ich habe tatsächlich auch eine Klientin, bei der das zutreffend ist. Und die Frage kann sich nur jeder selbst beantworten. Also Menschen wollen immer so eine Universalantwort, die gibt es aber nicht. Ich könnte jetzt sagen, so und so ist es, aus seelischer Perspektive heraus. Die Erfahrung haben Klienten gemacht oder dass man auch sieht auf einer, also wenn man in einer Trance ist und du hast eine andere Wahrnehmung und du kannst Dinge aus einer höheren Warte heraus wahrnehmen und du kannst Menschen vergeben, die dir was Leidvolles angetan haben. Also es ist ganz, ganz oft, dass die Leute dann sagen, ja, wenn ich dann frage, möchtest du dieser Person vergeben? Nicht du musst, ne, sondern ist das jetzt dran? Dass sie sagen, ja klar, ich weiß, meine Mutter hat mich weggegeben, in dem Fall hat es auch meine Klientin gesagt, meine Mutter hat mich weggegeben aus der Liebe heraus. Aus der Liebe heraus, weil sie nicht in den Umständen, in den Möglichkeiten gelebt hat, dass es für mich gut gewesen wäre. Und aus seelischer Perspektive geht es ja um Entwicklung und um Entfaltung. Und ich glaube, das sind immer solche Fragen, die sich jeder selbst beantworten darf, weil das auch mit Verantwortung zu tun hat. Ne? Ja. Und es gibt aber auch einen Autor, der sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt. Ich glaube, er heißt Robert Schulz oder so. Die Seele plant ihr Leben und so hat er Bücher geschrieben mit Medien und so zusammen. Ja, genau. Und diese Bücher geben auch Antworten auf diese Fragen. Und zu dem, was du gesagt hast, zu diesem Übertritt und dem Loslassen. Also es ist tatsächlich so, also ich glaube auch daran, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man den Menschen oder den Seelen sagt, dass sie gehen dürfen. Und auch, dass wenn es Konflikte gab, dass man es auch laut ausspricht oder im Sinne von, dass man eine Kerze anzündet und sagt, es ist in Ordnung, du hast deinen Frieden verdient, weil ansonsten sind es tatsächlich Energien, die erdgebunden bleiben und die dann diesen Übertritt eben nicht finden. Und ich finde immer, sehr gut ist es, wenn aus Dualität das Eins sein wird. Wenn man jetzt sagt, wie kann das denn sein? Vergebung ist, er ist im Leid, spürt meine Energie, dass ich ihn nicht mag. Mhm. Ich habe dieses Leid in mir. Wenn ich aber vergebe, dann wird aus der Dualität wieder eins in dem Sinn. Ne? Und ich finde es unwahrscheinlich spannend, das durfte ich vor kurzem eben berühren oder erfahren oder wie auch immer man dazu sagen will. Man kann auch sagen, mir ist es eingefallen in dem Sinn, aber dafür bin ich, glaube ich, nicht intelligent genug. Dementsprechend, dass alles, was von der Dualität in die Einheit führt, dementsprechend für den Menschen befreiend ist. So ist auch die unbedingte Liebe. Wenn wir alles lieben können, das heißt, den Menschen, der uns schon was getan hat oder sonstige Situationen, kommen wir immer in die Heilung, dass etwas Duales wieder eins wird. So, ne? Das heißt auch Religion heißt für mich übersetzt Religion, also zurück in die Gemeinschaft. Das heißt wieder das Einssein mit allem so. Das ist das, was ich unter Religion verstehe. Schaffe ich aber die Sünde, also es gibt so das Handbuch, wenn du eine Religion gründen, dann musst du zuerst eine Sünde haben und dann ihnen die Erlösung geben, dass du sagst, was sie jetzt tun können, damit sie aus der Sünde wieder rauskommen. Aber da sieht man schon, was viele Religionen oder das auch wieder haben, das ist die Sünde und da ist wieder die Vergebung. Also ich schaffe eine Dualität, anstatt zu sagen, es ist so, nimm dich an, so wie du bist. Damit kommt die Heilung in einen hinein und nicht die Dualität, du solltest so sein, du musst dich verbessern, du musst anders sein in dem Sinn. Das schafft immer die Dualität und der Mensch wird mehr zerrissen. Deswegen gefällt mir auch sehr, was du vorhin gesagt hast, dieses den Menschen selbst hineinführen in seine Heilung. Auch wieder dieses wieder diese Einheit, dass er wieder in sein Einssein kommt, was dann auch wieder diesen Weg zum Selbst und zur Seele auch wieder bringt. Weil so können wir den ganzen Weg nach hinten gehen und sind dann tief mit uns verbunden. Aber wir wissen alle, die Menschen, die ziemlich zerrissen im Außen sind, die in allen Dualitäten sind und so weiter. Ich hatte jetzt auch vor kurzem, also kurz vor diesem Gespräch, ein Gespräch mit einer Dame, die sagt, da gibt es ein Video und das ist so und so. Aber ich sage immer, schau auf deine eigenen Fußspitzen in dem Sinn, was du verändern kannst auf dieser Welt. Ja. Und sei nicht, dass du alles verändern willst, weil damit verlierst du nur Energie. Deswegen komm zurück zu dir. Wenn jeder vor seiner Haustür kehrt, wissen wir alle, dann ist die Welt sauber. Deswegen können wir das beste Beispiel sein, bei uns anfangen in dem Sinn. Aber das führt jetzt wieder weit weg von dem, was wir gerade gesagt haben. So. Aber ja, ich finde es sehr befreiend.
Ja, da möchte ich gerne nochmal anknüpfen bei dem Thema, weil ich finde, also dieses Thema, das ist ja auch, man glaubt ja ganz, ganz oft, man könnte nichts bewirken oder man ist, ja, man hat keine Kraft, man kann nichts verändern, man kann nichts bewegen in dieser Welt. Ich weiß nicht, vielleicht kennen einige von euch das ja auch, diesen Weltschmerz, ne? Also ich habe mich früher mal gefragt, was ist das, aber wirklich, ja, einfach diesen Schmerz der Welt zu spüren, ne? Also das ist genau das, was ich sehr bewegend immer finde. Ja. Aber genau das sind Liebe umarmen. Weißt du, du hast den Ja. Weltschmerz, umarmst es in völliger Liebe und Hingabe. Und da ist halt wieder das, Ja. was Sri Ramana gesagt hat, dieses, es gibt einen Schöpfer und er kümmert sich um seine Schöpfung. Also wir dürfen in diesem Allvertrauen sein, weil wenn wir das Weltall anschauen, ist das alles auf die beste Art und Weise geregelt. Wir können diesem Universum nichts hinzufügen und alles verändert sich nur. Und wenn wir Ja. uns dieser Veränderung anvertrauen und in diesem Allvertrauen sind, dann ist die unendliche Liebe schon knapp dahinter. Die ist dann, ja, und da bietet sich halt auch wieder dieses Wunderschöne an, dass wir allen Dingen Bedeutung geben. Das kommt Genau. jetzt weg von unserem Thema, aber diese Tasse zum Beispiel ist nur in meiner Bedeutung eine Tasse. Ne? Wenn jemand diese Erfahrung nicht hat, was das Ding bringt, dann ist sie leer. So habe ich das Beispiel erstellt mit diesem Fernseher. Ne? Wenn ich einen Fernseher in meinem Wohnzimmer stehen habe und es kommt jemand rein, nimmt den und trägt den weg, dann freue ich mich für ihn, dass er jetzt einen Fernseher hat. Wenn ich aber in der Bedeutung bin, das ist mein Fernseher, dann komme ich in dieses, der hat meinen Fernseher, ne? Um Gottes Willen. Also nur ich schenke den Dingen Bedeutung. Und wenn wir das verstanden haben, dass alle Dinge bedeutungslos eigentlich sind, dann kommen wir aus dieser Dualität raus und können dahinter sehen. Und in dem Moment sind wir in diesem All-Eins mit allem so, ne? Das ist also ein sehr hoher Gap und sehr großer Sprung in dem Sinn. Aber das befreit unwahrscheinlich, wenn wir uns auf dieses Gedankenschema ein bisschen einlassen dürfen und können, dass wir den Dingen eigentlich, das macht jeden Streit alles irgendwo ein bisschen abstrakt in dem Sinn so, ne? Dass ich mit meiner Erfahrung, mit meinen Konditionierungen eben jetzt so und so darauf reagiere, aber ich könnte auch aus diesem Streit rausgehen, ich könnte auch frei sein davon. Es wird Genau. mir zwar im Moment keine Heilung und Befreiung bringen, aber wenn wir zwischen der Emotion und zwischen dem Gedanken, der dann folgt, einen kleinen Platz in der Zukunft haben, dann können wir in dem kleinen Platz können wir entscheiden, folge ich der Emotion oder lasse ich es jetzt einfach mal sein, so, ne? Und diese Das spannende stimmt. Erfahrung, es mal sein zu lassen, befreit unwahrscheinlich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also es gibt jetzt mehrere Punkte, wo ich anknüpfen kann, aber ich würde Genau. gern nur So. noch das zu Ende führen, was ich begonnen hatte, wo Ja, ich begonnen entschuldige hatte mich. vorhin. Alles in Ordnung. Du hast mir einen Moment zum Durchatmen geschenkt, insofern. Genau. Also, ja, es ist ja letztendlich so, du hast ja so schön gesagt, wir sollten vor unserer eigenen Haustüre kehren, ne? Und wenn wir uns bewusst machen, dass wenn wir bei uns anfangen, wenn wir uns mit uns auseinandersetzen, mit unseren Themen auseinandersetzen, mit unserer Selbstliebe oder Selbstannahme, mag ich eigentlich lieber das Wort, dann heilen wir damit auch die Welt. Das hört sich jetzt übertrieben, wie kann sie das nur sagen? Aber letztendlich ist das ja so, wenn wir davon ausgehen, dass wir alle miteinander verbunden sind und dann würden wir wieder zu dem Beispiel kommen, was du vorhin gesagt hast, von wegen, der nimmt meinen Fernseher mit, wenn ich denke, wir sind verbunden. Dann sehe ich nicht, ne? Der ist jemand außerhalb von mir, ne? Wir sind getrennt, der nimmt mir etwas weg. Nee, dann wäre das nicht so. Aber wenn ich in mir, also wenn ich mich mit mir auseinandersetze, wenn ich gucke, okay, wo liegen meine Grenzen? Welche Bedürfnisse habe, was Bedürfnisse habe ich? Was wünsche ich mir? Was brauche ich, damit ich mich geliebt fühlen kann? Was, ne, was wünsche ich mir aus tiefstem Herzen und schaue, welche Möglichkeiten es für mich gibt, um das möglich zu machen? Dann bin ich ja viel geerdeter, dann bin ich viel ruhiger, dann kann ich ganz anders da auf Menschen reagieren, zum Beispiel im Außen, wenn ich sehe, ich stehe an der Kasse und alle sind gestresst und die Kassiererin, dann schreie ich die nicht noch an, sondern sag dem Mann hinter mir, komm klar, kannst du vorbeigehen, ne, tritt vor und sag, mach der Kassiererin irgendwie ein Kompliment und dann sitze ich im Auto und es ist eine lange Schlange und ich lasse jemand anderen vor. Ja, was glaubst du, was diese Menschen dann machen mit dieser positiven Erfahrung, die ich ihnen geschenkt habe? Der andere Autofahrer lässt irgendwann, wenn er in der Schlange steht, einen anderen Autofahrer vor, weil er gedacht hat, hey, die andere Person hat mich auch vorgelassen. Und so ist das letztendlich ja eine Auswirkung wie ein Stein, den man ins Wasser wirft, der Ringe schlägt. Ja, wenn ich
die Bedürfnisse meiner Kinder versuche ernst zu nehmen. Klar, als Eltern ist sowieso noch mal ein bisschen ein anderes Thema, aber versuche da auf die einzugehen. Und man dann schaut, okay, also dafür braucht es ja erstmal, dass ich mich mit mir auseinandersetze, mit meinen eigenen Themen, mit meiner eigenen Heilung. Dann kann ich anders damit meinen Kindern umgehen, was nicht bedeutet, dass ich immer alles richtig mache, weil unsere Kinder haben sich uns ausgesucht, weil wir bestimmte Themen haben, die sie ne, wollten. Aber die gehen dann auch ganz anders da raus. Die haben dann einen Job, wo sie auch wieder Einfluss haben auf andere Menschen. Und so ist das so wie so ein Ripple-Effekt, ne? Und deswegen finde ich, ist es so wichtig, dass wir daran glauben, dass wir einen Effekt haben hier auf diese Erde, auf die Menschheit, auf die Welt, auf das Kollektiv letztendlich. Mit mini, mini kleinen Handlungen. Mit Ja. mini, mini kleinen Handlungen, ja. Ja, und so sieht man auch, dass eben, wie gesagt, alles verbunden ist und dass alles, dass jeder zählt letztendlich und jeder auch wichtig ist und dass ein Liebeswort so heilsam sein kann und vielleicht für eine andere Person einen so großen Effekt machen kann. Sind wir auch wieder bei dem Thema Karma so ein bisschen, ne? Und manche Auswirkungen sieht man nicht in diesem Leben, die sieht man erst, erlebt man erst in der nächsten Inkarnation. Mir ist nur wichtig, noch vielleicht zu vorhin zu sagen, es hat nichts mit Selbstaufgabe, also völliger Hingabe oder sowas zu tun, weil uns allen hilft es nichts, an der Kasse zu stehen und jeden vorzulassen und dann irgendwann wird der Supermarkt abends zugemacht und ich habe nichts eingekauft und muss gehen. So hat es immer auch einen gesunden Selbstwert auch irgendwo dabei zu haben irgendwo und sich selbst zu achten, wie du gesagt hast, mit seinen Wünschen, Zielen und was einem wichtig ist, weil wir alle in einer Harmonie leben dürfen. So, ne? Also ja, absolut. Zu viel zu verzichten ist auch wieder. Es ist immer so eine Harmonie zu finden, so eine Ausgewogenheit im Leben dann auch wieder, was sein darf so. Ne? Genau. Also es geht auch gar nicht darum, dass man verzichtet, so wie du es gesagt hast. Genau. Also manchmal ist genau auch das Gegenteil, ne? dass man sagt, ich mache das jetzt nicht oder ich sage jetzt einen Termin ab, obwohl der vorher ausgemacht wurde, ist die höchste Form der Liebe zu dir selbst, die du dir geben kannst. Oder zu sagen, ich kaufe mir aber jetzt die Kette, weil ich die so sehr schon so lange haben wollte und ich mich dadurch gut fühle oder sonst irgendwas, ne? Also, ja. Ich hätte jetzt gerne noch eine Frage, das wäre vielleicht dann auch ein bisschen zum Schluss kommen so, aber ich finde sie noch zu wichtig, um sie einfach auszulassen. Wie hilfst du Menschen, eine tiefere Bedeutung in ihrem Leben zu finden? Auch eine gute Frage. Also ich glaube, ich helfe Menschen, indem ich sie zu dem führe, was schon da ist, was vielleicht gerade aktuell einfach nur verdeckt ist. Was verdeckt ist durch die Konditionierungen, durch gesellschaftliche Normen, durch diese Zerstreutheit im Außen. Ich helfe Menschen dadurch, dass ich sie auf diesem Weg nach innen begleite und vor allen Dingen auch dadurch, dass ich ihnen dabei helfe, eine neue oder andere Perspektive zu bekommen auf die Themen, die schon da sind. Also wie so jemand mit der Taschenlampe, du gehst einen dunklen Weg entlang, und läufst da alleine lang, hast deine Taschenlampe und siehst halt immer nur, was kurz vor dir kommt, ob da ein Stein kommt oder sonst irgendwas. Und wenn aber eine andere Person mit dabei ist und die hat eine größere Taschenlampe und die leuchtet dann mal rechts und links und dann kannst du erkennen, warum du vielleicht dich so unwohl hier auf dem Weg gefühlt hast, warum du so eine Angst hattest, naja, dann guckst du halt mal nach links, was dir vorher niemals in den Sinn gekommen ist, dass du deinen Kopf überhaupt drehen kannst, nach links gucken kannst und dann siehst du, da steht ein Bär und dann weißt du plötzlich, woher die Angst kommt, ja. Also es ist nicht, dass ich irgendwie was Besonderes mache, sondern das Besondere sind eigentlich immer die Menschen selbst, die Menschen, die bereit dazu sind, sich für sich selbst zu öffnen und Dinge nicht nur einfach wegmachen wollen, sondern die bereit sind, sich mit sich selbst und mit ihrer Tiefe auseinanderzusetzen. Und den Sinn finden sie selber, der ist ja schon da, das ist ja die Aufgabe. Ich bin nicht die Person, die sagt, das und das ist der Sinn, aber ich helfe ihnen dabei, den Sinn selbst zu entdecken, ne? Und dahin zu führen. Und
Mir kam gleich dieses Bild von Fernlicht, wie beim Auto. Man schaltet das Ja, Fernlicht ein. ja. Und auf einmal sieht man viel, viel mehr. Man hat die ganze Ja. Atmosphäre, sieht ja auch tiefer in die Wälder und so weiter hinein und fühlt sich dadurch natürlich auch, wenn ich jetzt in die Intuition gehe, viel sicherer. Weil ich fühle mich, ja, dass ich auch Dinge von weiter her sehen kann. Also, dass nicht irgendwas so kurzfristig auf mich zukommt, sondern auch so. Und dann auch gewappnet wahrscheinlich auch, dass ich dann, wenn Gefühle oder irgendwas in Spiegelungen in diesem Leben wieder auftauchen, dass, ah, das ist das wahrscheinlich dann da auch damals daher. Dann bin ich mich ja gefasster in meinem Leben auch, denke ich, ja. Ja, also ja, total. Und auch, es ist ja auch unglaublich befreiend, wenn man Sinn finden kann, wenn man weiß, warum man vielleicht durch eine bestimmte Erfahrung hindurchgehen muss. Da sind wir wieder so bei diesem Geschenk, ne, was man darin finden kann vielleicht. Es gibt so, so viele Menschen, die unglaublich schmerzhafte und herausfordernde Erfahrungen gemacht haben im Leben und die sagen heute, ich bin trotzdem so dankbar dafür, weil ich dadurch erst XY erfahren konnte, weil ich dadurch eine gewisse Eigenschaft entwickelt habe, weil ich dadurch dazu geführt wurde, anderen Menschen zu helfen oder, ne? Ja, und da kann sich einfach Frieden einstellen, man hört auf zu suchen, man nimmt sich so an, man nimmt das Leben so an, wie es ist und diese Widerstände lösen sich auf dadurch. Ja, also ich finde Sinn finden für sich sehr, sehr wichtig, also in allem, also ja. Auch wenn ich bei mir so schaue, wenn in Momenten, in denen ich beruflich keinen Sinn erkannt habe, habe ich aufgehört. Also weil, ne, weil das immer für mich einen Sinn geben musste und es keinen Sinn gemacht hat, irgendwie als Krankenschwester schnell zu machen, alle durchzuschrubben, aber nicht mal irgendwie Zeit zu haben für ein Gespräch, ja, was dann halt mal 10 Minuten länger geht. Ne? Also es muss einfach, das Leben an sich ist so sinnhaft. Es kommt ja auch von dem Wort sinnlich, ne? Mit meinen Sinnen erfassen, spüren, schmecken, riechen, fühlen. Ja. Okay. Ja, wir könnten noch viele Themen, denke ich, finden. Vielleicht darf es auch noch mehr Gespräche geben oder so. Ich bedanke mich jetzt erstmal Ja, bei dir, danke, lieber Joy, Guido. Danke, für das danke. Gespräch. Hat viele Einblicke gebracht. Mir selber geht es auch so, dass ich gerne Dialoge eher sehe, als wenn Monologe eben aufgetauchen. Wie gesagt, dein Kanal ist Joy Nova. Unter dem Video kann man eben finden, so einen Link, wie man zu deiner Seite kommt. Du machst auch Online-Beratungen, machst vor Ort, in dem Sinn, dass Genau, du das richtig. Ganze anbietest. Wer auch bei mir interessiert ist, kann gerne auf meine Internetseite gehen, ist auch unten drunter in dem Sinn. Bei mir ist es aber eher so spirituelle Heiler, spirituelle Lehrer in dem Sinn. Das ist der Weg, der meiner sein darf. Jo, ich bedanke mich nochmal, Danke, wünsche lieber dir Guido. alles Erdenklich, Guido, Gute und ja, Danke. vielleicht bis zum nächsten Mal, Joy, Ja, ne? vielen Dank. Bis dann. Bitteschön. Tschüss.